Moin Leute, ich bin der Alex und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Heute geht es hier um den German Pointer und der Johannes und ich sind gerade dabei, unsere German Pointers zu leveln. Erstmal guten Tag, Johannes. Guten Tag. So, und wir haben es einfach ganz einfach. Und zwar sitzt hier vor uns einen Fasan. Den haben wir eigentlich schon fast so in die Ecke getrieben, beziehungsweise der saß da schon von Anfang an. Aber wir haben ihn jetzt so da sitzen, dass er nicht wegfliegen will. Also der flattert nicht, der fliegt nicht weg, gar nichts. Und dann ist es ganz einfach, dann benutzen wir einfach das Menü und sagen halt, dass der Hund einfach bei Kleintier vorstehen soll. Dann bewegt sich meiner, der Japo, einfach ein paar Meter, ist sofort drin. Ich kann, wenn ich natürlich ordentlich neben ihm stehe, ihm dann sogar noch ein Leckerli geben. Dann unterbricht er das. Dann sage ich zu ihm, dass er sich hinsetzen soll. Und kann ihm dann noch ein Leckerli geben. Und somit ist dann eigentlich schon das Leveln vollbracht. Jetzt muss man natürlich, damit er wieder weitersuchen kann, erstmal eine gewisse Zeit warten. In dem Fall jetzt hier 93 Sekunden. Wenn die Zeit dann abgelaufen ist, drücke ich ganz einfach wieder den Befehl, dass er den Fasan vorstehen soll, gebe ihm wieder ein Leckerli, lass ihn wieder hinsetzen, gebe ihm wieder ein Leckerli und so machen wir das einfach hin und her. Mit der Taktik habe ich jetzt schon heute innerhalb von, ich glaube, das waren jetzt anderthalb Stunden, von Level 27 aufgelevelt, also ungefähr 5 Level gemacht und ungefähr 10.000 XP. Und Johannes, wie viel hast du gemacht? Ähnlich viel, oder? Ja, auch. Ja, das sind jetzt ja auch so 10.000. Ja. Also wir hatten das nämlich... Okay, sag. Ja, waren auch 6 Level, die heute geschafft haben. Genau. Also wir haben das erst... wir hatten erst eine andere Taktik. Hatten erst geguckt, dass wir eventuell auf Gänse gehen, haben uns an mein Gänsezelt gesetzt und dann den Hund oder unsere Hunde zu den Gänsen rennen lassen. Da brauchen sie halt aber generell diesen längeren Weg, das dauert eine Zeit und dann flattern die Gänse auch ab einer bestimmten Zeit weg und man muss warten, bis ein nächster Gänseschwarm kommt. Das Problem hat man hier einfach gar nicht. Man kann hier einfach, sobald der Hund wieder einsatzfähig ist, was jetzt hier noch 12 Sekunden sind, dann das Ganze einfach immer und immer wiederholen. Und verzagt einfach nicht, wenn ihr da jetzt, sag ich mal, nicht auf Anhieb einen Fasan habt, der sofort sitzen bleibt und die dann vielleicht auch wegfliegen. Das ist nicht schlimm. Ihr müsst euch einfach nur sehr, sehr behutsam und auch sehr langsam nähern. Also immer wieder ein Stück näher. Und sollte der Fasan sich immer wieder aufrichten und aus dem Gras gucken, einfach mal ein Stück wieder näher rangehen, dass er sich wieder ins Gras runtersetzt. Wir können es ja jetzt nochmal machen. Wir lassen den Hund den Fasan suchen. Er findet ihn sofort. Ich kann ihm Leckerli geben. Er bricht das Ganze ab oder ist damit fertig. Ich sage ihm, er soll sich wieder hinsetzen und am Ort und Stelle bleiben und gebe ihm wieder ein Leckerli. Also alles, was ihr braucht, ist eigentlich nur Leckerlis für den Hund und eventuell noch die Fasanpfeife, die eigentlich auch gut, so gut wie jeder hat, damit ihr so schnell wie möglich auch einfach einen Fasan aufspüren könnt. Genau, das wär's eigentlich. Und wir werden jetzt hier einfach noch unsere beiden German Pointers ein bisschen hochleveln. Und dann sie bereit machen, dass sie vielleicht in der Zukunft mal in irgendeinem Let's Play mit dabei sein können. Ich wünsche euch noch viel Spaß und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, kommt bei uns auf dem Teamspeak vorbei und dann kann ich eigentlich noch sagen, bis zum nächsten Mal.